Pearl will mit dem neuen Smartphone SPX 5 UMTS auf dem Handymarkt mitmischen. Ob es Pearl gelingt? Nach einigen Internetrecherchen über das SPX 5 UMTS gibt es sehr viel Widersprüchliches. Es wird in Foren von Ausfällen, schlechter Kamera, zu großem Handy, schlechter Handhabung und schlechter Technik berichtet. Dabei ist uns aufgefallen, dass sehr viele Nutzer nur von dem Handy gehört oder auch nur schlecht gemachte Tests einfach übernommen haben. Wir von Neues24 haben uns das SPX 5 UMTS von Pearl zur Verfügung stellen lassen und waren schließlich von der Größe, dem Design, der Technik, dem Preis und der Handhabung des neuen SPX 5 UMTS überrascht. Nach 4 Wochen Testphase mussten wir feststellen, dass das Smartphone nicht für jedermann geeignet ist und es deswegen zu vielen Widersprüchen kommt. Bei dem SPX 5 UMTS handelt es sich mehr um ein Business-Smartphone als um ein Smartphone. Ausgestattet mit einer Autofokus 8-Megapixel-Kamera, einem Hilfslicht für Fotoaufnahmen, GPS-Empfänger, UMTS, kratzfestem H4-Glas, riesigem Bildschirm von 13,2 cm Bilddiagonale, Multitouchscreen, Betriebssystem Google Android 2.3 und einem offenen Market macht das neue SPX 5 UMTS einen soliden Eindruck. Angetrieben von einer 650 MHz CPU und einer GPU von 300 MHz sowie 512 MB Arbeitsspeicher macht das SPX 5 UMTS einen nicht ganz so starken Eindruck wie andere aktuelle Smartphones. Hierbei sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei dem SPX 5 UMTS um ein Smartphone der klassischen Art handelt. Der Preis des SPX 5 UMTS liegt bei 229,90 Euro. Das Smartphone SPX 5 UMTS ist nicht mit einem umfangreichen Softwarepaket ausgestattet. Deshalb benötigt man keine schnellen Prozessoren. Die CPU mit 650 MHz genügt vollkommen. Der Schwachpunkt an dem SPX 5 UMTS ist leider der nicht so große Arbeitsspeicher von 512 MB, was das Gerät doch manches Mal leicht zum Stocken bringen kann. Mit dementsprechenden Apps aus dem Market wie Cleaner oder System lässt sich das SPX 5 UMTS aber gut auf Trab halten. Das SPX 5 UMTS lässt sich mit einer Micro-SD-Karte bis zu 32 GB problemlos aufrüsten. Das Arbeiten wird dadurch angenehmer. Der Datenaustausch findet über HSDPA 3.5G, WLAN bis zu 54 Mbit, GPRS Edge, Bluetooth 2.1, kabellose Stereoübertragung statt. Die Medienwiedergabe von Videos MPEG 4, WMV, MP3, JPEG etc. bereitet dem SPX 5 UMTS, wenn man seine Dateien für das Smartphone optimiert, keine Probleme. Einschränkungen haben wir bei Flash festgestellt. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Akku von 2500 mAh kann man mit dem Smartphone locker bis zu 4 Stunden telefonieren. Der Standby-Betrieb des SPX 5 UMTS liegt laut Anleitung bei 200 Stunden. Einen 2-stündigen Videofilm kann man locker, wie in unserem Test, anschauen, was bei diesem großen Display mit der Bilddiagonale von 13,2 cm viel Spaß bereitet. Die große Stärke spielt das SPX 5 UMTS mit seinem Dual-SIM-Karten-Slot aus. Durch die Dual-SIM-Technik ist es möglich, das SPX 5 UMTS mit 2 Rufnummern zu betreiben. So kann man geschäftliche und private Anrufe sehr gut voneinander trennen und muss nicht immer 2 Telefongeräte bei sich tragen. Nachdem wir das SPX 5 UMTS mit für uns sinnvollen Apps aus dem Market bestückt hatten, waren wir von der Leistungsfähigkeit positiv überrascht. Ausgestattet mit einem neuen Foto-App, Scanner, Visitenkartenscanner, Barcode-Leser, Textprogramm, Zugriff auf Dropbox, HiDrive und weitere nützlichen Apps wie E-Mail, einem neuen Webbrowser, Opera Mini, macht das Arbeiten mit dem SPX 5 UMTS einfach nur Spaß. Wie schon erwähnt, hat uns die Leistungsfähigkeit des SPX 5 UMTS voll überrascht, was uns sagt, dass nicht alles gleich mit 1,5 GHz und 1 GB Arbeitsspeicher betrieben werden muss. So lassen sich auch dann die Kosten von solchen Geräten sehr gut senken und von jedem, der nur 229,90 Euro investiert, nutzen. Wer für andere Geräte noch weniger bezahlen möchte, muss dann auch mit weniger Leistung rechnen. Das Fotografieren mit dem installierten Foto-App hat aber auch Nachteile. Nachteil? Es braucht etwas Zeit zum Auslösen, was aber auch bei den hochpreisigen Geräten festgestellt wurde. Das Abspeichern, wie hier schön zu sehen, geht recht flink, was bei einem anderen hochpreisigen Smartphone in der 600-Euro-Klasse extrem lange gedauert hat.
Die eingebaute Kamera mit ihren 8 Megapixel sorgt nicht immer für perfekte Fotos, was aber allgemein bei Smartphones immer noch ein Problem darstellt. Es sind einfach nur tageslichttaugliche Kameras. Wer mehr möchte, sollte sich schon eine richtige Fotokamera zulegen. Für unseren Test mussten wir feststellen, dass die Kamera doch recht gute Fotos und Videos abliefert, sich auch noch mit anderen Smartphones gut messen kann. Selbst Visitenkarten lesen und die Texterkennung bereiten dem SPX 5 UMTS mit einem vernünftigen Visitenkartenprogramm, das wir für knapp 6 Euro aus dem Market gekauft haben, keine Probleme. Man kann eben nicht alles umsonst haben. Das Spielen mit dem SPX 5 UMTS bereitet dank des großen Displays von 13,2 cm Diagonale viel Freude. Auch hier ging alles reibungslos. Wobei wir auf aufwendiges Ballerspiel verzichtet haben. Das Telefonieren mit so einem großen Smartphone SPX 5 UMTS ist natürlich immer ein Hingucker für Unbeteiligte. Durch seine Größe ist es etwas schlecht zu handeln, was aber auch kein Problem darstellt. Tipp: Mit einem guten Headset ist es einfacher, wobei wir feststellten, dass namhafte Smartphone-Hersteller auf große Displays setzen. Das größte Display bietet Samsung Galaxy Note mit einer 13,44 cm Display-Diagonale, wobei man leider nur eine SIM-Karte verwalten kann, dafür mit zeitlich aktueller Technik ausgestattet. Bei vielen Smartphone-Anbietern vermissten wir ein aktuelles Virenortungsprogramm mit Diebstahlschutz. Hier können wir ein neues Virenprogramm der Firma EZ für ca. 15 Euro empfehlen. Das Programm bietet die heutzutage moderne Sicherheit für Ihr Smartphone mit sämtlichen Sicherheitsmechanismen, die man zeitlich aktuell verwenden sollte. Wir haben dieses Virenprogramm auf dem Smartphone SPX 5 UMTS installiert und waren erstaunt, dass wir keine spürbare Geschwindigkeitseinbuße erlebten. Bei kostenlosen Antivirenprogrammen, die Gleiches versprechen, mussten wir Leistungseinbußen feststellen. Schlimmer noch, nicht immer haben die Antivirenprogramme sich abgedatet. Deswegen macht es Sinn, sich für ca. 15 Euro ein namhaftes Antivirenprogramm zu kaufen. Ein Smartphone, das doch irgendwie Geld gekostet hat und 24 Stunden am Tag vergöttert wird, sollte man gut schützen. Fazit für unseren vierwöchigen Test sieht so aus. Das SPX 5 UMTS ist für 229,90 Euro ein nicht ganz zeitlich aktuelles Smartphone, was aber seine volle Daseinsberechtigung in der unteren Preisklasse hat. Abstürze wurden nur durch fehlerhafte kostenlose Software verursacht. Wenn man den Arbeitsspeicher mit den Systempflegeprogrammen auf 60 MB arbeitsfreien Speicher lässt, arbeitet das SP5 UMTS perfekt. Probleme gab es aber mit der WLAN-Verbindung bei VDSL-Telekom-Routern. In mehreren Fällen hat sich das SPX 5 UMTS Samsung Galaxy Note HTC Wildfire nicht mit einem Telekom-VDSL-WLAN-Router verbinden können, wobei der Fehler an den VDSL-Telekom-Routern liegen muss. Bei anderen WLAN-Routern gab es keine Probleme. In der vierwöchigen Testphase waren wir von dem SPX 5 UMTS voll überzeugt und mussten feststellen, für unter 250 Euro gibt es ein gutes, brauchbares Smartphone SIM-Lock-frei für jedermann im Hause Pearl zu kaufen.